Wenn ich privat oder dienstlich mal wieder in Chicago bin, ist es ganz klar, dass ich mit der Blue Line in die Stadtmitte fahre. Das hat seinen Grund, denn das Geratter und die alten Waggons dieser S-Bahn erinnern mich wieder an meine Jugend, als ich als 12- bis 19-Jähriger hier in Chicago meine Schulferien verbracht habe. Chicago ist für mich nach wie vor ein Bindeglied zu meinen Entscheidungen, einmal in Amerika zu leben und zu arbeiten. Chicago liegt im Nordosten von Illinois. Die östliche Grenze Chicagos bildet der Lake Michigan, der fünftgrößte Süßwassersee der Welt. Das Seeufer ist umsäumt von 50 Kilometer langen Sandstränden, Parkanlagen, Fahrradwegen und Wanderpfaden. Die Stadt erstreckt sich über eine Fläche von 606 Quadratkilometern. Chicago gehört heute zu den innovativsten Städten Amerikas. Obwohl die Stadt 1871 vollständig abbrannte und in der Vergangenheit auf eine blutige Geschichte mit sozialen Unruhen blickt, hat sich die Windy City zu einem wichtigen Finanzzentrum des Mittleren Westens entwickelt. Die drittgrößte Stadt der USA hat viel zu bieten. Neben der Architektur wegweisende Wirtschafts- und Kultureinrichtungen und eine stolze, wenngleich auch turbulente politische Tradition. Auch Barack Obama lebte und arbeitete für 20 Jahre in Chicago. Ich werde jetzt aufhören, euch vollzuquasseln und mache mich auf den Weg ins Public House. Mit Miriam und mit Jeanette habe ich einen Termin ausgemacht. Es sind zwei Mädchen, deren Väter ich sehr gut kenne. Die eine ist aus der Schweiz nach Chicago gekommen, die andere eine Originalstädterin von Chicago. Wir treffen uns im Public House. Es ist eines der besten Sandwichhäuser, die ich in Chicago kenne. Wir freuen uns riesig. Wir werden viel Spaß haben und viele Erinnerungen austauschen, was ich mit ihren Vätern erlebt habe. Die Mädchen sind aufgeweckt. Die eine ist Lehrerin und die andere eine Psychologin. Zwei tolle Berufe, zwei tolle Mädchen, ein toller Tag. Zum Schluss gucken wir natürlich noch bei ABC Channel 7 vorbei, die unsere Kameras von Kamera und Lens in Las Vegas gemietet haben.